Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Against the Storm, meine lieben Mitstreiter und Mitstreiterinnen. Hier seht ihr den Vulkan, auf dem die schwelende Stadt beheimatet ist. Und wir suchen uns heute mal wieder einen neuen Run aus, den wir denn heute feiern werden. Oder bestehen oder was auch immer. Wo gehen wir hin? Ja, wo gehen wir hin? Hier ist schon wieder irgendeine City. Diese Region wurde noch regelmäßig besiedelt. Okay. Aber hier selber drauf kann ich ja nicht. Ich kann immer nur drumrum. Wow, das gibt ja sogar 9 Teile noch dazu. 30 Brote. Hier gibt es 12 Brote mehr, dafür keine Teile. Weil wir haben noch 10 Teile, ne? Andererseits würde ich gerne zu diesem Fragezeichen hier. Aber wieso kann ich nicht hier hin? Es muss doch irgendwelche, hier, das müssen wir noch alles freischalten irgendwann. Da bleibt uns, glaube ich, nichts anderes übrig, als hier hinzugehen. Weil hier das, gut, das würde mehr Brote bringen, aber letztlich sind Teile ja auch wertvoll. Ist halt wieder Koralle, ne? Das heißt wieder. Wir hatten vorher ja nicht Koralle, sondern scharlachroter Obstgarten. So heißt das. Ja gut, ich glaube, da ich zu diesem Fragezeichen will, machen wir das hier. Ja geil, ohne Biber wieder mal, ey. Wie entscheidet sich eigentlich, oder kann es auch 4 Rassen in einem Spiel geben? Oder wie entscheidet sich, welche dann die dritte Rasse ist? Hier ist es einer mehr, aber nur Eidechsen. Aber ich meine, damit habe ich kein Problem, weil Harpien jetzt auch nicht so sinnvoll sind, am Anfang gerade. So. So. Und so, oder? Ich denke schon. Zack, auf geht's. Gucken wir uns das an hier. Jetzt wissen wir ja auch, was es mit der Feindseligkeit auf sich hat. Wir wissen, wie es mit dem Wasser da läuft. Ja, muss man alles mal im Auge behalten. Also, ich tendiere ja momentan noch dazu, das einfach mit dem Wasser gar nicht erst zu machen. Weil man da die Prügelei nicht hat. Allerdings glaube ich, dass es tatsächlich so vehement auf die Produktion einschlägt, dass man es machen muss. Wir müssen es mal sehen. Was haben wir hier? Wir können häufiger Ruinen finden, ist klar. Baum, ja. Der Wald ist so schaurig schon, da haben wir eine 3% höhere Chance pro den doppelten Ertrag zu produzieren. Okay. Gut, dann haben wir hier noch natürlich Waldgeheimnis. Ach, okay. Das ist aber auch ganz nice. Er erhöht die Geschwindigkeit. What? Das ist aber krass, oder? Na gut, nehme ich. Da habe ich kein Problem mit. So. Was haben wir? Wir haben doch jetzt 2 Biber dazu gekriegt. Das ist gut. Und ein Mensch. Und ein Mensch. So, jetzt will ich aber mal in diesem Wald, wollte ich immer, ist er laut für mich jetzt hier. In diesem Wald wollte ich immer mal gucken, was denn jetzt hier eigentlich Sache ist. Also, die hier geben, haben Chance auf Fasern. Diese ganz normalen. Dann hier, diese Korallen. Chance auf Fleisch und Chance auf kristallisierter Tau. Dann haben wir hier noch die. Ne, das ist dasselbe. Ja. Dann haben wir hier roten. Chance auf Stein und Weihrauch. Also das hier war das mit dem Weihrauch, aber wieso... Ah, hier. Weihrauch. Gibt es noch eine 4? Ne, nur die 3. Okay. Hier haben wir direkt mehrere kleine. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall mal in die Richtung mit dem ersten Holzfäller-Camp. Ach Gott, da ist irgendwie Flachs in der Nähe. Flachs. Und aber in die Richtung, gut, da werden wir dann halt direkt auf Feinde stoßen. Aber es muss ja weitergehen. Aber wir könnten natürlich auch hier nach unten, was sinnvoller ist. Aber machen wir dann später. Weil die Quelle, die muss natürlich freigelegt werden. Was ist denn da jetzt schon wieder? Ja, da hängen jetzt die Dinger darum. So, das wären die beiden Holzfäller.
Dann Trapper-Lager kann man direkt bauen. Und Erntelager. Wie arbeitet eine Eidechse drin? Ja, gut. Häuser. Wir haben das Menschenhaus, brauchen wir aber derzeit nur eins von. Wir haben eh noch keine Ziegeln, lassen wir also erstmal komplett weg. Das müsste ja auch erstmal reichen, glaube ich, schon fast. Gut, dann fangt mal an mit dem Werkeln, liebe Freunde. Wir haben kein Werkzeug. Also das müssen ohnehin aufpassen mit den Lichtungen. Wir haben nicht so viel, um das zu bekämpfen, was uns da dann erwarten wird, denke ich. Mit den Häusern warten wir natürlich. Ich habe jetzt auch wieder mal vergessen, wie das jetzt hier war mit. Ach Gott, wie war denn das hier mit Feldern? Gab's, oder? Was fehlt denn hier? Hier fehlt. Ah ja, einfach Holz. Gut. War das richtig, dass hier sechs drin wohnen können? Ja. Okay. Los geht's. Wir haben 84 Eier in der Hose. Auch nicht schlecht. Jetzt am Anfang, wo man noch Zeit hat, könnte man auch einfach direkt schon mal Wege bauen. Ein paar. Das ist auch wieder doof. Hier sind ja zwei Reihen Platz, ey. So. Farbstoffextrahierer. Für jede Produktion von 10 Insekten erhältst du 5 Pigment. Ich weiß nicht, wie es hier um diese Insekten bestellt ist, ehrlich gesagt, in dem Biom. Mehrwertsteuer. Sich in einer speziellen Handelsbranche zu spezialisieren, kann viel Profit bringen. Handelspakete mit Handelswaren sind 25% Mehrwert. Das auf gar keinen Fall. Dann machen wir jetzt Pigment und Insekten, oder? Irgendwann werden wir ja wohl irgendwie Insekten produzieren können. So, jetzt haben wir die Aufgaben. Daran können wir dann richten, was wir für Häuser nehmen. Das hier ist zumindest einfach zu erfüllen. Allerdings finde ich hier die Belohnung besser. Drei Teile. Und ein Dorfbewohner weniger. Was sagen wir dazu? Ja, ich kann mich nicht entscheiden. Ein Dorfbewohner mehr oder? Mal gerade gucken, wie viele Teile wir haben. 14. Ach Leute, das ist. Ich nehme jetzt das hier. Dann verkaufe Waren im Wert von 8 Bernstein beim Händler. Und liefern von Bernstein. Gibt Haken, davon haben wir gar keine. Und zwei Dorfbewohner, das ist schon mal nicht schlecht. Hier wiederum gibt es 5 Teile. Dann würde ich sagen, jetzt machen wir das hier. Um da einen Ausgleich zu kriegen. Und dann 6 Werkzeuge, weil wir gar nichts haben da dementsprechend. Hier sind 5 Baumaterialienpakete.
drei Menschenhäuser, drei Biberhäuser, die ich ja gar nicht habe. Das bringt mir also gar nichts erstmal. Ja, das passt so, glaube ich. Da müssen wir jetzt nur sehen. Können wir in dem normalen primitive Werkbank machen? Hier, Baumaterial im Paket. Alles klar, können wir theoretisch schon machen. Wir haben die Geysirpumpe jetzt auch hier aktiv. Regenkollektor. Mine. Den Handelsposten sollten wir auch schnellstmöglich schon bauen. Was ist Hydrant eigentlich? Kleines Lager. Brennstoff zu holen. Okay, ist ja auch nicht so verkehrt, weil die immer, wenn die hier hinlaufen müssen und sich hinten, ne, dann ist das, glaube ich, schon ganz sinnvoll. Aber lassen wir jetzt auch erstmal weg. Hier haben wir ja nur die Kleinlager und den Acker. Okay. Das ist also wieder die Frage, worauf gehen wir? Hier ist zum Beispiel schon mal die Plantage am Start. Hier ist aber auch das Nahrungssammellager am Start. Und das Trapperlager ist am Start. Und der Weber ist am Start. Puh, schwierige Nummer. Ich finde ja eine kontinuierliche Produktion von Beeren ganz geil, weil dann kann uns mit Essen erstmal wenig passieren. Die Frage ist, finden wir auch noch oder kriegen wir auch noch Getreide, weil dann wird es schwierig. Da müssen wir Kräuter anbauen, da müssen wir Getreide anbauen, um die gewünschten Sachen zu bekommen. Beeren ist ja generell erstmal nur Nahrung. Und aus Beeren, glaube ich, machen wir definitiv Wein, aber auch noch irgendwie Kekse kann man da auch draus machen? Ich weiß es nicht mehr. Und ich weiß halt jetzt auch nicht, wie viele große Vorkommen von was jetzt hier wieder sind. Ach, ist das schon wieder alles schwierig. Wir müssen gerade mal warten, bis wir hier durch sind. Die Baumeister hier haben ja eh noch genug zu tun und ich trinke mal einen Schluck Spezi. Oh, lecker. Eindeutig. Hier gibt es manchmal auch Leder mit dabei. Ist auch nicht schlecht. Ich hoffe, dass wir die erste Lichtung hier überhaupt bekämpfen können irgendwie. So, hier gibt es ein Geysir, hier gibt es kleines Moos, Brokkoli, Kohle und auch nochmal hier Fleisch. Aber keine großen Vorkommen jetzt. Aber trotzdem schon mal ganz gut zu wissen. Okay, hier geht's jetzt nämlich los. Was ist das hier? Ah, guck mal, da kann ich die Shrimps machen. Wurmzungennest. Groß, brauche ich. Trapperlager, Freunde. Also, ich glaube, die. Ah, hier ist aber auch großes Brokkoli. Also Großgemüse. Du musst dich entscheiden. Ah, so eine Kacke schon wieder, ey. Muss man sich entscheiden. Kleine Trepperlager kann ich dir machen. Insekten. Und kleiner Nahrungs... Ding kann hier nicht machen. Dings. Scheiße. Ich entscheide mich aber, weil wir jetzt diesen Boni hier auf die... Dings haben, entscheide ich mich jetzt erstmal fürs Trepperlager. Auch wenn es weh tut. Weil alles ist gut. Alles ist gut. So, dann Kräutergarten, sehr gut. Gemischtwarenladen, ja. Mal gerade gucken. Kleidung haben in dem Fall, glaube ich, ja nur... Ah ne, Zwerge auch, okay. Also Kleidung sollten wir schon liefern.
ist jetzt die Frage, ob wir den Tuchmacher an den Start bringen. Oder ob wir auf Nummer sicher gehen hier mit den Kräutern und Wurzeln. Ich glaube, ich wähle das. Boah, schwierig. Ich überlege gerade Mäntel, das heißt, da bräuchten wir wiederum Stoff. Kriegen wir hier aus den Bäumen sehr viele Fasern auf jeden Fall. Aber ich brauche noch einen besseren Stoffverarbeiter dann auf jeden Fall. Apropos Verarbeiter, wir sollten auch mal hier die primitive Werkbank bauen. Oh, ich weiß es doch nicht. Ist jetzt passiert. So, das Schreibhaus ist wieder mal da. Das habe ich immer im Blick, wegen den Werkzeugen halt. Was hatten wir hier? Wir hatten Kohlevorkommen, ne? Das heißt, den Brennofen brauchen wir wahrscheinlich erstmal nicht. Was wir eventuell brauchen, ist die Räucherei tatsächlich, weil Dörrfleisch ist nicht schlecht für unsere Echsenfreunde. Und wir haben auch ziemlich viel Fleisch. Das heißt, das könnten wir easy machen. Und dann geht es den Echsen wenigstens gut, von denen wir am meisten haben. Gut, so ist es. So ist es jetzt. Und hier fangen wir dann gleich direkt auch an, abzubauen. So, was ist hier eigentlich los? Nur gerade gucken. Ach, scheiße. 8. 8, aber das bringt uns nichts. Das haben wir nicht. Aber Eier haben wir natürlich unendlich viele. Das heißt, wir werden hier mal schön plündern. Gibt auch 3 Tafeln, Stein, Keramik. Alles gut. Passt schon. Und der alte Fahrluft ist da. Was hast du denn hier im Angebot? Ja, das hier ist immer gut. Allerdings habe ich nichts einfach. Ich habe nichts, um auf 10 zu kommen, weil die Teile verkaufe ich dir nicht und der Rest ist nicht viel wert. Das heißt, der alte Fahrluf, der muss wahrscheinlich unverrichteter Dinge wieder abziehen. Ich bin jetzt mal aggressiv und gehe hier direkt auf die nächste Lichtung. Achso, das wurde jetzt abgegradet. Ich habe gerade gedacht, ey, what the fuck? Wieso können die das jetzt doch abbauen? Ah, ne, das wurde nur abgegradet. Ja, warte mal, dann deaktiviere ich das. Oder bricht ich das komplett ab erstmal. Weil die sind ja sogar noch in Range.
Bei sowas auch darauf achten, dass man das nicht macht, während der Sturm ist hier, die 150 Feindseligkeit, weil dann haben wir da richtig die Kacke am Dampfen. Ditch-Socken. So, wir haben wieder ein Geysir für Nieselregen, hier auch Nieselregen. Ich habe das Gefühl, dass die meisten Sturmregen verwenden. Brauche ich derzeit einen Baumeister? Nö. Was produzieren wir denn? Rohre erstmal nicht, Ziegel erstmal nicht, wobei Ziegel erstmal wohl. Bretter brauchen wir, Stoff brauchen wir, alles brauchen wir. Natürlich, wie gesagt, dumme. Die Räucherei sollten wir auch schnellstmöglich dann an den Start kriegen. Kräutergarten. Müssen wir erstmal Felder finden. Hier kann man zum Glück nice hin expandieren. Das sind nicht viele Bäume. Habe ich jetzt schon Pigment gekriegt einmal? Müsste eigentlich, oder? Pro was? Ne, 10, okay. Den Wald hier wegflexe, ne? Dann habe ich so viel. Also auf Kupfer brauchen wir uns keine Sorgen machen. Wir machen das alles hier mit kristallinem Tau. Daher wäre eigentlich schon tatsächlich das Schreibhaus, habe ich nicht drüber nachgedacht, schon ganz gut, weil dann man damit schon die Werkzeuge hätte bauen können. Ich depp. Aber gut. Wenn das hier mal einlösen, gibt es zwar neue Dorfbewohner und Teile. Was hat es gegeben? Biberi! So. Okay, gucken wir mal. Da ist wieder die Plantage. Da ist die Ziegelei. Aber nur für Ziegeln? I don't know. Stoffy, Pigment, die Trinkschläuche. Je nachdem, ob wir da mal auf Bier gehen sollten oder auf Wein. Bretter, Freunde. Bretter, Schriftrollen, Handelswarenpakete. Ja, oder halt die Plantage, ne? Aber eins müssen wir müssen auf jeden Fall die einfache Dings da entlasten. Also ich würde jetzt auf Bretter gehen tatsächlich. Weil ich die Plantage halt auch gerne hätte. Wir warten noch mal kurz ab. Ich brauche jetzt nichts dringend. Ah, okay, da ist Feld. Alles klar. Das ist natürlich dann Entscheidung eher zur Plantage. Kann ich echt Ziegel herstellen? Ich habe gar kein Lehm. Gibt auch hier kein Lehm, ne? Bei den verschiedenen Steine gibt's. Kann ich auch aus Steinen herstellen? Oh Leute. Ich mach die Plantage.
Hier, das erlauben wir mal. Wir brauchen nämlich bald mal Ziegel. Und hier erlauben wir natürlich auch das Schilf. Und hier sollte auch noch jemand drin arbeiten. Jetzt haben wir natürlich schon viel hier für Nahrung. Was ja natürlich nicht schlecht ist. Ich baue direkt auch mal eine. Ich brauche halt echt auch Haken. Das ist jetzt schon gering, Freunde. Das ist aber lächerlich, ne? So, was haben wir hier? Manufaktur. Ich glaube, das war nicht schlecht. Dann haben wir hier den üblichen Totem. Den wir allerdings mit Weihrauch besänftigen könnten. Allerdings mit Weihrauch waren die hier, ne? Ob ich jetzt 15 Weihrauch kriege? Pro Baum ist 20% Chance. Und 14 brauche ich noch. Würde ein bisschen eng werden. Scheiße. Boah, ich hätte es schon ganz gerne. Wann kommt der Händler? 8 Minuten. Wir warten mal ab noch. Ich versuche das jetzt mit den Baumfällern hier. Wir könnten es wenigstens versuchen. Freunde. Äcker. Pflanzenfaser machen wir weg. Nur Beeren. Und ich brauche Menschen. Wo arbeitet unser Mensch? Wir haben nur einen. Wo arbeitet der? Ist ja gerade hier, ne? Ja, der ist hier noch beschäftigt. Ich müsste mal irgendwo einen abziehen jetzt. Hier mal gerade. Ich brauche einen, der weiterbaut. Drei Weihrauch hat er gekriegt, hier der eine. Nicht schlecht. Neue Leute! Neuer Grundstein! Überfleißige Holzarbeiter. Einige Holzarbeiter können einfach nicht aufhören zu arbeiten. Für jede Produktion von 10 Brettern erhältst du 3 Fässer. Das ist nicht schlecht. Hier haben wir noch weitere Schrimp-Gedöns. Oh, die sind alle geil. Die sind alle geil. Das hier nehmen tatsächlich.
Zählt das hier schon dazu? Ist das schon gelöst? Wir warten mal ab. Also das hier ist ja definitiv noch nicht gelöst. Wie viel haben wir? 4 Weihrauch sind da. Das wird eine enge Kiste hier, glaube ich. Müsste aber auch schon Pigment da sein. Ja, 10 Pigment sind schon da. Wenn wir die Knoten hier häufiger finden, dann ist das ja kein Problem mit den Schrimps. Also von daher geht das schon. Hier oben könnten wir übrigens noch einen Kräutergarten hinballern, um schon mal Kräuter zu produzieren. Fände ich jetzt nicht so verkehrt. Habe ich den hier eigentlich auf den Feldern gebaut? Und sind die dann wieder da? Das sieht irgendwie so aus. Okay, Händler ist da. Mehlproduktion. Der hat die scheiß Kleinfarm, ne? Aber dann hätten wir alle Farmen, die ich brauche. Kekse können jetzt im Brennofen. Das will ich beides haben. Ich habe kein Geld. Scheiße. Wo ist eigentlich mein Tau? Ich hatte doch schon kristallisiert. Oh, das kauft die gar nicht wahrscheinlich, ne? Die hat auch Teile, also Werkzeug. Scheiße, das ist jetzt viel weniger. Nee, komm, ich kaufe da jetzt nicht so überteuert Werkzeug, oder? Scheiß auf die. Kriegen jetzt 6. Und 2 Leute. Und wir brauchen nochmal Wohnungen. Jetzt 3 Menschen. Das heißt, wir bräuchten theoretisch 2 Menschenhäuser. Und eine große Unterkunft. Ja, wir haben jetzt hier echt schon richtig viel in Sachen Nahrung. Braucht die Ranch?
Die Ranch kann aus Fasern Fleisch produzieren? Das ist ja mega. Das ist ja mega. Ich wähle die. Die kann aus Fasern Fleisch produzieren, Leute. Und braucht keine Felder. Wie gut ist das denn? Und wir haben Fasern ohne Ende in diesem Biom. Allerdings müssen wir mal... Ich baue die jetzt hier schon mal hin. Scheiß doch da hinten drauf. So, wie sieht's aus an der 11? Wie viel Zeit haben wir noch? 8. Ich gebe das jetzt schon mal in Auftrag. Acht Zwerge beheimaten. Ja, das wird man schon irgendwie hinkriegen, ne? Dafür kriegt man nämlich dann das Sägewerk. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Und 5 Teile. Machen wir. Echsenentschlossenheit 16 ist schon eher kritisch. Das Dörfleisch lächelt mich natürlich ein bisschen an. Aber von den Sachen hier haben wir eh genug. Letztlich. Es ist halt nur, wird extrem schwierig, die Echsen da. Wir versuchen's. Wir gehen auf die Zufriedenheit unserer Leute. Leute. Nur Kräuter erstmal. Die Menschen haben wir 3, ne? Ja, die arbeiten auch alle auf Feldern. So, hier wird jetzt erstmal Weihrauch hingekarrt. Jetzt haben wir nur noch einen, der baut. Natürlich bei den ganzen Bauprojekten relativ wenig. Wird jetzt schon wieder, ist jetzt wieder Sturm. Nee, erstmal Sommer, alles klar. Ja, ich muss die... eigentlich muss ich schnellstmöglich... Dings hier bauen. Die Räucherei. Das ist so ein Riesengebäude, ey. Nur kein Platz. Muss ich später wahrscheinlich umstellen hier. Hat das eigentlich jetzt... Nee. Das ist fertig, oder? Ist das fertig? Ich weiß es nicht. Das ist doch nicht... Oh ne, da wird noch was geliefert. Alles klar. Da warten wir noch. Und hier fehlen noch einer. Leute, eine... Einmal Weihrauch jetzt. Da. Das klappt doch. Das wird doch klappen. Sind die schon dran? Ne, die sind noch nicht dran. Bringt der scheiß Weihrauch jetzt weg da. Ah, siehst du, da sind die Felder. Macht hinne, Leute, macht hinne. 5 Minuten geht die Scheiße los.
Ich habe einfach zu wenig Biber. Hier, das würde doch Biber auch wieder besser hinkriegen, ne? Nee, doch nicht. Das dauert einfach zu lange hier, über Stoff und Ziegel und das ganze Gelöt irgendwie an den Start zu kriegen. Vor allem Ziegel, wobei 8 haben wir. Aber unser Baumeister, der ist, glaube ich, völlig überfordert. Ich weiß gar nicht, wo der gerade baut. So, die sind dran. Ja, sollte zeitlich hinkommen. Sehr gut. Haben wir das gelöst. Dann hier. Kriegen wir ja noch die Manufaktur für. Ist jetzt echt auch nicht so wichtig, ne? Pigmente kriegen wir. Proviantpakete wüsste ich jetzt nicht wofür. Ja, die Prügeldinger, ne? Für die Echsen. Das wäre natürlich nicht verkehrt. Irgendwas fürs Erntelager zu tun? Nö, ne? Momentan nicht. Dann verschiebe ich dich mal gerade in die Unwichtigkeit. Kriegst du noch einen Baumeister mehr? Und dich verschiebe ich auch. So, was machen wir hier? Nach hier oben weiter. Eigentlich müssen wir diesen Scheißwald hier wegkriegen, ne? Beeren. Ich überlege, das wieder abzureißen und. Oh, jetzt haben wir hier aber ein Problem. Das hat nichts gebracht, oder was? Die Holzfäller wegzunehmen. Eieieiei. Tut dem Wald hier tatsächlich gerade nichts, weil wir eh auf Stufe 2 sind. Da können sie auch weiter hacken, ne? Oh, Kackdreck, Alter. Die Biber sind ja jetzt schon hier am Abgehen. Nein, aber Biber sterben jetzt. Ist das denn noch? Ja, dieser scheiß Malus hier. Aber der ist jetzt weg. Oh Gott, gut. Das war knapp, Alter. Minus 50 Feindseligkeit. Und der Malus ist weg. Geht's allen gut hier? Da können ja alle durcharbeiten. Sauber. Hat schon Schiss jetzt gerade, dass uns jetzt alle wegsterben hier. Neue Bedrohung hier unten. Ach, nicht schon wieder so ein Totem. Alter. Diesmal gibt's Entschlossenheit. Brauchen wir auch unbedingt. Fängt schon mal einer an. Aber das Problem, was ich jetzt sehe, ist, wo sind Korallenwälder, Alter? Hier hinten. Müssen wir gerade Weihrauch herstellen. Priority. Warte mal, hier sind. Hier sind noch. Die Händler kommen wirklich schnell, ne? Das ist krass. Was hast du für mich? Die Folge. Ach, scheiße, ich hab's hier nicht drauf gemacht, Leute. Ich sag tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.